Hey Leute, unsere Welt birgt viele Dinge, die beinahe an ein Wunder grenzen. Nachdem man zuerst damit begann, das für uns Sichtbare zu erforschen, dringen wir nun immer mehr in den Bereich ein, der jenseits der Materie liegt und stoßen dort auf beeindruckende Gegebenheiten. Je weiter wir in der Etappe des feinstofflichen Forschen, desto mehr wird uns bewusst, wie abgestimmt, kompliziert und wundersam unsere Existenz ist. Heute begeben wir uns in die faszinierende Welt der Frequenzen, die weitaus mehr sind als elektromagnetische Wellen. Du wirst erfahren, welche Wirkungen sie auf dein körperliches sowie geistiges Ich haben und wie du dein Leben durch sie auf die nächste Stufe bringen kannst. In diesem Video wirst du also erfahren, inwiefern Frequenzen deinen Alltag beeinflussen. Es ist nämlich so, dass wir unbemerkt gesteuert werden und uns bisher nicht dagegen wehren konnten. Auch wirst du erfahren, wieso 99% der Menschen völliges Chaos in ihrem Bewusstsein haben und wie Frequenzen dabei helfen können, das volle Bewusstsein zu harmonisieren. Auch werde ich dir von einem Fall erklären, bei dem es ein Wissenschaftler geschafft hat, mittels von Frequenzen Krebs zu heilen und deswegen von der Pharmaindustrie verfolgt wurde. Dieses Video ist eine Dokumentation, die deinen Horizont erweitern soll, sodass du danach gestärkt zurück ins Leben finden kannst. Wenn du diese Dokumentation zu Ende geschaut hast, wirst du eine neue Wahrnehmung auf deinen Alltag und dein Bewusstsein haben, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Doch bevor du das nächste Level erreichen kannst, müssen wir einiges klären. Nimm dir ein Getränk und etwas zum Schreiben, falls du alles im Kopf behalten möchtest. Denn wir tauchen jetzt tief in die Welt der Frequenzen ein. Bist du bereit? Los geht's. Beginnen wir zuerst mit der Frage, wieso dein momentanes Bewusstsein blockiert ist und du nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der man nur selten zur Ruhe kommt und alles schnell gehen muss. Stress ist für die meisten Menschen deshalb mehr oder weniger zu einem alltäglichen Zustand geworden. Was jedoch nur die wenigsten wissen, ist, dass langanhaltender Stress große Auswirkungen auf unseren körperlichen sowie geistigen Zustand haben kann. Die Gehirnwellen, die jeder dauerhaft produziert, geraten bei unserem Lebensstil nämlich komplett außer Kontrolle. Es werden permanent nur noch jene produziert, die normalerweise in Stress- oder Angstsituationen ausgelöst werden. Langsam aber sicher verliert so jeder die Verbindung zu seinem Inneren und man kann sagen, dass wir von diesem Zustand ferngesteuert werden. Zusätzlich fand man heraus, dass Dauerstress zu einer Schädigung der neuronalen Systeme führt und dadurch diverse Erkrankungen auftauchen können, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Unser alltäglicher Bewusstseinszustand stellt also ein großes Problem dar. Der Stress, den wir täglich fühlen, führt dazu, dass unser System ständig im Kampf- oder Fluchtmodus aktiv ist. Das ist ein Urzustand, den wir seit Jahrtausenden haben, um das Überleben zu sichern. In diesem Zustand sind wir natürlich für jegliche Selbstreflexion oder für ein tieferes Erleben unserer Realität vollständig blockiert. Das Ganze lässt sich mittlerweile wissenschaftlich im Gehirn nachweisen. Im Gegensatz dazu ist es aber für jeden möglich, seinen Bewusstseinszustand zu ändern und etwas dagegen zu tun. Jeder hat die Möglichkeit, dauerhafter Hektik, Angst und Aggression den Rücken zu kehren und sein wahres Ich den Vorrang zu geben. Dafür muss man das Bewusstsein kontrollieren. Die meisten Menschen gehen schon hier falsch vor und versuchen immer in ihrem Alltag Veränderungen zu bewirken. Anstatt sich selbst zu beruhigen und zu entspannen, greifen sie zum Beispiel zur Zigarette, um sich zu besänftigen. Das kann schon gar nicht funktionieren. Daher muss der Bewusstseinszustand im Inneren verändert werden. Unser Bewusstseinszustand wiederum lässt sich durch unsere Gehirnwellen ausdrücken. Jetzt musst du aufpassen, denn die Erklärung der Gehirnwellen ist die absolute Basis, damit du das ganze Thema verstehst. Zuerst ist es jedoch wichtig, dass du einen Einblick über die verschiedenen Gehirnwellen bekommst und erfährst, welche Bewusstseinszustände mit diesen in Zusammenhang stehen. Wir als Menschen produzieren in unseren Gehirn sogenannte Gehirnwellen, die in Hertz angegeben werden. Ein Hertz steht dabei für eine Taktrate von einem Impuls pro Sekunde. Diese Information ist wichtig, da der Frequenzbereich der Gehirnwellen sich über ein Spektrum erstreckt, welcher von 0,1 bis 42 Hertz reicht. Wir produzieren also Wellen bis 42 Hertz, wobei diese in mehrere sogenannte Frequenzbänder unterteilt werden. Unser Gehirn besteht aus Milliarden von Neuronen, die miteinander in Verbindung stehen und sozusagen kommunizieren. Dieser elektrische Austausch kann gemessen werden, wodurch man herausfand, dass bei Menschen Aktivitäten zwischen 0,1 und 42 Hertz auftreten können. Je nach Aktivitätsgrad des Menschen erhöht oder senkt sich die Taktrate bzw. die Herzanzahl. Man bezeichnet die verschiedenen Frequenzen als Delta, Theta, Alpha, Beta und Gamma-Wellen. Im Laufe der Geschichte fand man heraus, dass die Wellen nicht willkürlich von unserem Gehirn produziert werden,
sondern dass diese sich mit dem Zustand und der Aktivität einer Person verändern. Das bedeutet, dass die einzelnen Frequenzbänder, also Alpha, Beta, Gamma, Theta, Delta, jeweils mit spezifischen geistigen Zuständen in Zusammenhang stehen. Fangen wir zuerst mit den Delta-Frequenzen an, die im Bereich von 0,1 bis 3 Hertz liegen. Delta-Wellen sind sehr langsame Wellen und werden produziert, wenn wir uns im traumlosen Schlaf befinden und unser Bewusstsein ausgeschaltet ist. Interessant ist jedoch, dass unser Unbewusstes in diesem Zustand nach wie vor aktiv ist. Man kann also sagen, dass bei einer Aktivität von 0 Hertz ein Mensch klinisch tot ist. Ab 0,1 Hertz befindet er sich in einem sehr langsamen Zustand, wie er beispielsweise im Koma auftreten könnte. Umso höher die Aktivität, desto höher die Herzzahl. Delta-Wellen können jedoch auch in tiefen Trancezuständen auftreten und man fand heraus, dass sie mit einem funktionstüchtigen Immunsystem in Zusammenhang stehen. Sie sind ebenfalls zuständig für die Regulierung unserer Drüsen und Hormone, aber sorgen auch dafür, dass unsere Zellen regeneriert werden. Kommen wir also als nächstes zu den Theta-Frequenzen. Theta-Frequenzen werden im Bereich von 3 bis 8 Hertz produziert und treten auf, wenn wir träumen und unser Unterbewusstsein somit aktiv ist. Sie treten auch bei meditativen oder hypnotischen Zuständen auf oder während wir eine tiefe Entspannung erleben. Besonders interessant ist, dass vor allem Säuglinge und Kinder von 0 bis 4 Jahren überwiegend diese Wellen produzieren. Übrigens ist es auch so, dass Theta-Wellen direkt mit dem Unterbewusstsein in Verbindung gebracht werden. Das erklärt auch, wieso wir als Kinder alles wie einen Schwamm aufsaugen. Unser Unterbewusstsein steht sperrangelweit offen und jede Information wird unkritisch aufgenommen. Je nach Erziehung kann das fantastisch oder vollkommen destruktiv sein. Im Bereich von 8 bis 12 Hertz kommen die sogenannten Alpha-Wellen vor. Alpha-Wellen haben eine mittlere Geschwindigkeit und treten auf, wenn wir wach, aber gleichzeitig entspannt sind. Sie werden mit einer nach innen gerichteten Aufmerksamkeit und ruhigem, fließendem Denken in Verbindung gebracht. Alpha-Wellen werden aber auch produziert, wenn wir uns in einer Hypnose oder in einer leichten Meditation befinden, sowie vor dem Einschlafen bzw. nach dem Aufwachen. Man sagt, dass Alpha-Wellen die Brücke zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein darstellen, da sie die Wellen sind, die sich zwischen dem Wachzustand und dem Schlafzustand befinden. Diese Alpha-Wellen sind leider bei den meisten Menschen zu wenig vorhanden, da sie zu oft im Stress sind. Als nächstes kommen wir zu den Beta-Wellen, die im Bereich von 12 bis 38 Hertz liegen und zu den schnelleren Wellen gehören. Genauso wie die anderen Frequenzen können Beta-Frequenzen nochmals in niedrige und hohe Wellen unterteilt werden. Ich werde das nur bei diesen Wellen tun, weil es für das Verständnis dieser wichtig ist. Beginnen wir mit den niedrigen Beta-Wellen, die im Bereich von 12 bis 15 Hertz auftreten. Dieses Frequenzband steht mit einer hohen Aufmerksamkeit und nach außen gerichteter Konzentration in Verbindung und kommt somit vor, wenn wir beispielsweise ein Buch lesen. Man bezeichnet den niedrigen Beta-Bereich auch als Sensory Motor Rhythm. Sogenannte SMR-Frequenzen stehen für einen Zustand körperlicher Ruhe und Ausgeglichenheit. Man kann diese vor allem bei sportlichen Betätigungen beobachten, bei denen es auf eine schnelle Reaktion ankommt. Auch interessant ist, dass dieser Frequenzbereich den natürlichen Ruherhythmus des sensomotorischen Zentrums darstellt. Es handelt sich hierbei um einen Gehirnbereich, der sich quer über das Schädelhaupt erstreckt. Der Ruherhythmus dieses Areals unterscheidet sich also von dem restlichen Gehirn, der bei 12 Hertz liegt. Falls also keinerlei Aktivität nach außen gerichtet wird, dann fällt unser Gehirn in den Zustand von 10 Hertz zurück. Falls wir aktiver werden, produzieren wir Beta-Wellen, sprich wenn die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet wird. Falls wir jedoch die Aufmerksamkeit nach innen richten, werden diese Frequenzen langsamer. Neben den niedrigen Beta-Wellen gibt es wie schon erwähnt die hohen Beta-Wellen, die im Bereich von 21 bis 38 Hertz liegen und sich stark von den niedrigen unterscheiden. Hohe Beta-Wellen kennzeichnen das normale Tagesbewusstsein, in dem wir uns den größten Teil des Tages befinden. Was jedoch ein Problem darstellt, ist, dass sie im Zusammenhang mit unserem angeborenen Kampf- oder Fluchtreaktionsrhythmus stehen, was einen hohen Ausstoß an Stresshormonen bewirkt. Hohe Beta-Wellen machen uns also gestresst, aggressiv, hektisch und führen zu Angst. Die Folge dessen ist, dass wir immer impulsiv oder unüberlegt handeln und nicht mehr strukturiert denken können. Man ist nicht man selbst und man kann nach gewisser Zeit an stressbedingten Erkrankungen wie Bluthochdruck, Burnout oder an verschiedenen Herzkrankheiten leiden. Es ist wichtig, sich aus diesem Zustand zu befreien
und wie du das tun kannst, erfährst du im späteren Teil der Dokumentation. Es gehört nämlich noch mehr dazu, als nur die Beta-Wellen abzuschwächen. Wir benötigen ein ganzheitlich optimiertes Bewusstsein, um volle Lebensqualität zu erreichen. Kommen wir zuletzt also zu den Gamma-Wellen, also den Frequenzbereich über 38 Hertz. Gamma-Wellen treten auf, wenn wir hochkonzentriert arbeiten, lernen oder meditieren. Sie sind die bislang am wenigsten erforschten Frequenzen, da sie von allen zuletzt entdeckt wurden. Nun, jetzt weißt du, dass sich unser Gehirn je nach Aktivität in Delta, Theta, Alpha, Beta oder Gamma-Zuständen messen lässt. In den verschiedenen Zuständen treten jeweils ganz besondere Eigenschaften auf, die jeder Mensch unterschiedlich wahrnimmt. Diese Eigenschaften können sowohl positiv sein als auch negativ, je nachdem, ob die Gehirnwellen zu stark ausgeprägt sind oder zu wenig. Angenommen, du wachst jede Nacht im Schlaf auf und dir fällt es schwer, morgens aufzustehen. Dann fehlen dir mit Sicherheit Delta-Wellen, sprich du hast keine Tiefschlafphasen und du fühlst dich daher nicht regeneriert. Anderes Beispiel. Du bist oft gestresst und anstatt abzuschalten, schläfst du schnell ein. Das kann zum Beispiel auftreten, wenn du zu viele Beta-Wellen hast, die jedoch die Alpha-Wellen fehlen, die eigentlich zum Entspannen da sind. Noch ein Beispiel zum Verständnis. Du legst dich immer abends in dein Bett und kannst chronisch nicht einschlafen. Das liegt daran, weil die Theta-Wellen zu schwach ausgeprägt sind und du deshalb nicht in deine Schlafphasen wechseln kannst. Fast jedes Problem, das wir im Alltag haben, lässt sich auf die Struktur unseres Gehirns zurückführen. Also falls du unter Langeweile, Stress, ADHS, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, chronischer Müdigkeit, fehlender Konzentration oder Angststörungen leidest, dann weißt du nun, dass dies an den Gehirnwellen liegt. Und damit bist du sicherlich kein Einzelfall, da ca. 99% der Menschen in unserer Kultur daran leiden. Unser Lebensstil ist so aus der Balance gekommen, dass wir zwangsläufig diese Symptome entwickeln müssen. Fast jeder von uns ist davon betroffen, da wir kollektiv gestresst sind und schlecht ernähren, schlechte Erziehung hinter uns haben und noch vieles, vieles mehr. Nun, jetzt kennst du schon das erste Geheimnis, um dein Bewusstsein endlich zu kontrollieren. Und zwar musst du deine Gehirnwellen in Ordnung bringen. Erst wenn die Gehirnwellen wieder im Einklang sind, kann auch dein Alltag und somit dein Leben im Einklang sein. Doch wie hat man die verschiedenen Wellen in unserem Gehirn überhaupt entdeckt und wie lassen sich diese nachweisen? Jedes Gehirn besteht aus Milliarden von Gehirnzellen, die man auch als Neuronen bezeichnet. Neuronen haben die Eigenschaft, mit Hilfe von elektrischen Impulsen miteinander zu kommunizieren. Wenn nun bestimmte Informationen im Gehirn verarbeitet werden, können die beteiligten Gehirnzellen ihren Zustand wechseln, wodurch es zu sogenannten Potentialschwankungen kommt. Potentialschwankungen treten in einer Größenordnung von 5 bis 100 Mikrovolt auf und werden von den Neuronen produziert. Es ist möglich, die einzelnen Potenziale über den Kopf verteilt, also räumlich zu messen. Wenn man diese jedoch über die Zeit misst, also in welchen Abständen sie auftauchen, ergibt sich ein wellenähnliches Bild, wobei die Schwankungen als Gehirnwellen bezeichnet werden. Es ist möglich, die Gehirnwellen an der Kopfoberfläche mit Hilfe von einem EEG zu messen und diese dann grafisch in einem Elektrozenofallographen, ebenfalls EEG, darzustellen. Erfunden wurde das EEG bereits im Juni 1924 von dem deutschen Neurologen und Psychiater Hans Berger. Aber bereits im Jahr 1875 zeigte ein anderer Mann namens Richard Caton in Liverpool, dass die Gehirne von Affen und Kaninchen schwache elektrische Ströme erzeugen, welche in der Hirnrinde entstehen. Caton entdeckte ebenfalls, dass sich diese elektrischen Ströme durch verschiedene Sinnesreize beeinflussen lassen, worauf ich später noch zu sprechen komme. EEGs werden heutzutage vielseitig eingesetzt und gehören beispielsweise zu den Standarduntersuchungen in der Neurologie. Mithilfe von EEGs ist es auch möglich, Epilepsie zu diagnostizieren, die Tiefe eines Komas oder einer Narkose zu bestimmen, sowie den Hirntod, bei dem die Hirnströme erlöschen. EEG-Messungen werden zum Beispiel auch in Schlafkliniken durchgeführt, um festzustellen, ob die Schlafphasen beim Patienten in Ordnung sind. Darüber hinaus sollte man eigentlich jedem Menschen empfehlen, sich ein Abbild des eigenen Gehirns über EEG diagnostizieren zu lassen, um so zu erfahren, wie es um den eigenen Zustand steht. Die verschiedenen Gehirnwellen sind also keine bloße Theorie, sondern lassen sich schon seit fast 100 Jahren nachweisen. Es ist wichtig, dass dies jedem bewusst ist, denn nur so ist es möglich, die permanente Gefahr bezüglich der Gehirnwellen ernst zu nehmen.
Wie ich schon zu Beginn erwähnt hatte, ist bei den meisten Menschen das Bewusstsein verwirrt, da sie die meiste Zeit des Tages höhere Beta-Wellen produzieren, die zu innerer Unruhe, impulsivem Handeln und unstrukturiertem Denken führen. Ein gutes Beispiel, bei dem sich zeigt, wie sehr das Bewusstsein im Ungleichgewicht ist, sind die beiden Gehirnhälften. Es ist nämlich so, dass 99% der Menschen nicht nur ungleich verteilte Gehirnwellen haben, sondern die beiden Gehirnhälften sind auch noch außer Kontrolle. Lass mich dir kurz erklären, was ich damit meine. Die linke Gehirnhälfte ist für analytische Denkprozesse und Zahlen zuständig. Man kann sie auch als wissenschaftliche Hälfte bezeichnen, die für das Zeitempfinden verantwortlich ist, Details wahrnimmt und jeweils eine Information nach der anderen verarbeitet. Ebenfalls interessant ist, dass die linke Gehirnhälfte die rechte Seite des Körpers kontrolliert. Die linke Gehirnhälfte ist also für das analytische und logische Denken zuständig. Das ist Denken, das wir beispielsweise brauchen, um Rechenaufgaben in der Schule zu lösen oder um nachzudenken, wo man nun seinen Haustürschlüssel gestern hingelegt hatte. Kommen wir als nächstes zu der rechten Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte kontrolliert die linke Seite des Körpers und ist außerdem für ganzheitliches Erfassen und Intuition zuständig. Sie kann Informationen verarbeiten und uns die Ergebnisse anschließend in Träumen, Symbolen, Gesten oder plötzlichen Eingebungen mitteilen. Die rechte Gehirnhälfte ist für das Raumempfinden verantwortlich, hat den Überblick über die Dinge und denkt in Bildern bzw. visualisiert. Wie dir bestimmt schon aufgefallen ist, ergänzen sich die beiden Hirnhälften perfekt, weshalb es enorm wichtig ist, dass diese in einer ausgeglichenen Balance genutzt werden. Genau an dieser Stelle kommt jedoch das Problem zum Vorschein. In der Schule wird nämlich nach wie vor das Ideal geprägt, dass man den Kindern möglichst viel Wissen beibringen muss. Das ist der Fall, weil nach wie vor die Vermutung besteht, dass unser Gehirn in erster Linie einen Speicher darstellt und sich die Gedächtnisleistung verbessert, je größer der Umfang des Wissens ist. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kommt es aber nicht darauf an, wie viel Wissen man hat, um sich an etwas zu erinnern, sondern wie gut die gespeicherten bzw. die gelernten Informationen miteinander vernetzt sind. Es stellt deshalb ein großes Problem dar, weil in der Schule vielmehr das logisch-analytische Denken gefördert wird und die Schwerpunkte in den Bereichen Sprache und Zahlen gesetzt sind. Man kann sagen, dass wir bereits in jungen Jahren verlernen, beide Gehirnhälften im gleichen Maße zu benutzen. Man konnte auch feststellen, dass Kinder, sobald sie in die Schule gehen, anfangen, vermehrt Beta-Wellen zu produzieren, weil man sie schon zu Beginn an enorm unter Druck setzt. Wenn wir hauptsächlich nur noch die linke Gehirnhälfte nutzen, hat dies die erwartete Folge, dass wir die Eigenschaften der rechten Hälfte verlieren. Das bedeutet, dass wir nicht dazu in der Lage sind, unser volles Potenzial auszuschöpfen, also Dinge nicht tun können, zu denen wir eigentlich auf natürliche Weise fähig sind. Es ist nur möglich, exzellente Denkleistungen zu erzielen, wenn die beiden sogenannten Hemisphären des Großhirns miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Ich hoffe, du verstehst, wie schwerwiegend dieses Problem ist. Jeder Mensch in Deutschland besucht die Schule. Jeder Mensch, der in der Schule ist oder war, erlernt nur noch seine linke Gehirnhälfte zu benutzen. Daraufhin verkümmert sozusagen die rechte Gehirnhälfte geradezu, weswegen es uns an Empathie, Intuition und emotionaler Intelligenz fehlt. Entweder holen wir das im Erwachsenenleben nach, oder, wie bei den meisten, wir erlernen es nie wirklich. Das bedeutet, dass wir eine starke Dominanz der linken Gehirnhälfte haben und Situationen ungleich beurteilen. Vielleicht ist dir das schon mal in deinem privaten Umfeld aufgefallen. Entweder reagieren Menschen sehr kühl, gerade in Deutschland, oder sie reagieren geradezu hysterisch emotional. Das sind die beiden Extreme, die es gilt, in Balance zu bringen. Beide Hälften des Gehirns sind durch die sogenannte Großhirnrinde miteinander verbunden. Die Erinnerungen, die wir an bestimmte Dinge oder Informationen haben, sitzen jedoch nicht einfach in den Nervenzellen des Gehirns, sondern bestehen aus einer Verknüpfung mehrerer Nervenzellen. Diese Verknüpfungen können sich über beide Gehirnhälften erstrecken, auch wenn die Nervenzellen weit voneinander entfernt sind. Die Verbindungen, die auch als Synapsen bezeichnet werden, müssen verstärkt werden, damit die Gedächtnisleistung erhöht werden kann. Eine gute Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften würde also das systematische Denken mit Intuition verbinden. Menschen, bei denen diese Verbindung stark ist, handeln besonders erfolgreich und sind zusätzlich sehr kreativ. Für die meisten, bei denen die Gehirnhälften außer Balance sind, ist es jedoch nicht zu spät, sondern es gibt Wege, die Vernetzung beider Hälften wiederherzustellen. Also keine Sorge, es ist noch nicht zu spät. Sei froh, dass du dieses Video angeklickt hast.
So gibt es beispielsweise einen Vorgang, der sich Hemisphärensynchronisation nennt. Wie der Name bereits verrät, soll es mithilfe dieser möglich sein, die beiden Gehirnhälften wieder miteinander zu verbinden. Der US-Amerikaner Robert Monroe, Gründer des parapsychologischen Monroe-Instituts, Autor, Geschäftsmann und ehemaliger Toningenieur, ist der Entwickler dieser Technik. Doch was genau ist eigentlich diese Hemisphärensynchronisation und wie funktioniert sie? Wie ich schon erwähnt hatte, werden die von unserem Gehirn produzierten Wellen mithilfe eines EEGs gemessen. Robert Monroe fand heraus, dass beide Gehirnhälften, also die linke und die rechte, jeweils unterschiedliche Taktfrequenzen besitzen. Er war der Meinung, dass ein künstlicher Ausgleich der Frequenzen die Arbeit des Gehirns ganzheitlich machen würde. Das Ziel von ihm war es, in beiden Gehirnhälften letztendlich gleichartige Gehirnwellen zu messen, was mithilfe von bestimmten Tönen geschehen soll, die das Gehirn stimulieren. Monroe nannte seine Technik Hemisync und setzte für die Angleichung der Wellen akustische Tonsignale ein, die eine Synchronisation der Gehirnwellen zur Folge hatten. Es handelt sich bei den Tönen um sogenannte binaurale Beats, auf die ich später noch ausführlicher zu sprechen komme. Mit der Hemisphärensynchronisation hat man dann die Möglichkeit, die Lernfähigkeit zu steigern, aber auch Schmerzen zu lindern. Laut Monroe stellt die Synchronisation ebenfalls die Grundvoraussetzung für außerkörperliche Erfahrungen und luzides Träumen dar. Sobald diese Hemisphärensynchronisation stattgefunden hat, ist ganzheitliches Denken möglich und du kannst jede Situation sowohl emotional als auch logisch betrachten. Du wirst außerdem mehr Gedächtnisleistung besitzen und schneller denken können. Bevor es jedoch soweit kommt, möchte ich gerne mit dir einen interaktiven Test machen. Bei diesem Test findest du heraus, welche Gehirnhälfte bei dir dominanter ist. Der Test dauert nur wenige Sekunden. Alles, was du tun musst, ist, die Tänzerin jetzt auf diesem Bildschirm zu beobachten. In welche Richtung dreht sie sich? Dreht sich die Tänzerin im Uhrzeigersinn, bedeutet das, dass du deiner rechten Gehirnhälfte den Vorrang lässt. Höchstwahrscheinlich bist du ein eher kreativer, intuitiver, aber auch emotionaler Mensch. Dreht sich die Tänzerin gegen den Uhrzeigersinn, bedeutet das, dass die linke Gehirnhälfte bei dir aktiver ist. Du bist eher ein strukturierter, logischer und analytischer Denker. Schreibe mir jetzt unter diesem Video in die Kommentare, welche Gehirnhälfte bei dir dominanter ist. Hashtag rechts für die rechte Gehirnhälfte und Hashtag links für die linke Gehirnhälfte. Ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis ausfallen wird. Nun, jetzt weißt du schon, dass unsere Gehirnwellen den Alltag bestimmen. Außerdem gibt es die Gehirnhälften, die sehr wichtig für das Bewusstsein sind. Diese lassen sich beide verändern, wie Robert Monroe bewies. Er nutzte dafür Frequenzen, die direkten Einfluss auf das Gehirn haben. Lass uns jetzt weiter darauf eingehen. Wie der Gründer des bekannten Monroe-Instituts schon vor langer Zeit herausfand, können Frequenzen weit mehr als unseren Bewusstseinszustand zu verändern. Es ist auch möglich, Probleme, die sich aufgrund unseres Lebensstils nach und nach gebildet haben, mit der Kraft von akustischen Wellen rückgängig zu machen. Man muss sich also nicht mit seinem jetzigen Zustand zufrieden geben. Man hat die Macht, etwas dagegen zu tun. Die Macht, sein Bewusstsein enorm zu erweitern und eine bessere Version von sich selbst zu werden, wobei die Hemisync-Technik von Robert Monroe erst der Anfang war. Doch wie genau können Frequenzen das anstellen? Wie ist es möglich, dass Frequenzen einen derartigen Einfluss auf uns haben können? Es ist so, dass unser Gehirn auf sämtliche sensorische Stimulation reagiert. Die Stimulation kann über die verschiedenen Sinnesorgane und die dazugehörenden Nervenbahnen geschehen, beispielsweise über den Sehsinn, den Hörsinn oder den Tastsinn. Worüber eine Stimulation nicht möglich ist, ist über den Geruchs- und Geschmackssinn, da diese Sinne auf chemische Moleküle und nicht wie die anderen auf physikalische oder mechanische Reize ansprechen. Auf den einzelnen Sinnesorganen, bei denen eine Stimulation möglich ist, also Sehsinn, Hörsinn, Tastsinn, sitzen sogenannte Rezeptoren, die einen Reiz von außen, beispielsweise einen Licht- oder Klangimpuls, erfassen können. Wenn das geschieht, wird der Reiz dann über die entsprechenden Nervenbahnen an unser Gehirn weitergeleitet. Dieses reagiert anschließend auf den Reiz mit einer elektrischen Ladung, die sich messen lässt. Das ist dann sozusagen die Bestätigung dafür, dass der Reiz von unserem Gehirn registriert und verarbeitet wurde. Unser Gehirn kann sich also auf eine äußere rhythmische Stimulation einschwingen und produziert anschließend
elektrische Impulse, die dieselbe Frequenz haben wie das äußere Signal. Und durch diese elektrischen Impulse lassen sich dann verschiedene Effekte hervorrufen. Okay, halblang. Und jetzt alles nochmal in einfacher Sprache. Unser Gehirn kann äußere Reize wahrnehmen. Falls diese Reize in einem bestimmten Rhythmus auftreten, dann kann sich unser Gehirn darauf einschwingen. Diese Einschwingung lässt sich daraufhin messen und diese Einschwingung beeinflusst auch unseren Bewusstseinszustand. Die amerikanische Neurowissenschaftlerin und Pharmakologin Candace Beebe Peart hat ebenfalls interessante Entdeckungen gemacht. Sie beschrieb in ihrem Buch Molecules of Emotion, dass Energien und Vibrationen auf bestimmte Art und Weise auf molekularer Ebene wirken. Die Befürworterin der alternativen Medizin hat entdeckt, dass Moleküle über 70 verschiedene Rezeptoren besitzen, die für Vibrationen sorgen, die durch bestimmte Frequenzen hervorgerufen werden. Die Vibrationen bewirken, dass sich die einzelnen Moleküle gegenseitig berühren und sozusagen kitzeln. Laut Candace Peart handelt es sich um ein energetisches Ritual, durch das sich die Bausteine der Zellen, also die Chromosomen, öffnen und die DNS der Frequenz ausgesetzt wird. Man kann also sagen, dass jede Zelle mit akustischen Schwingungen pulsiert und interagiert. Das heißt, dass nicht nur unser Gehirn sich auf Frequenzen einschwingen kann, sondern letztendlich jede Zelle und unser ganzer Körper. Stell dir vor, dass du gerade ein Licht flackern siehst, welches 10-mal pro Sekunde auftaucht. Das entspricht dann 10 Hertz. Wenn dieses Lichtflackern lange genug angeschaut wird, dann schwingt sich das Gehirn auch auf diese 10 Hertz ein. 10 Hertz befinden sich im Alpha-Zustand, was dann wiederum zu Entspannung führen kann. So ist es möglich, dass äußere Reize Veränderungen im Bewusstsein und im Bewusstseinszustand bewirken. Verrückt, oder? Wie man nun besser verstehen kann, ist die Stimulation von Gehirnwellen kein Hokuspokus und unser Körper kann weitaus mehr, als wir ihm zumuten. Der Einfluss, den akustischen Wellen auf unseren Körper haben, wurde uns jedoch nicht erst vor kurzem bewusst, sondern die Geschichte von Frequenzen lässt sich tatsächlich weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Michael Hutchinson, der Autor des Buches Megabrain, hat festgestellt, dass Menschen bereits seit der Entdeckung des Feuers wissen, dass flackerndes Licht visuelle Halluzinationen und veränderte Bewusstseinszustände auslösen kann. Unsere Vorfahren nutzten das Flackern und Knistern, um sich in Gedanken verlorene Tagträume oder spirituelle bzw. mystische Zustände zu versetzen. Selbst diverse Wissenschaftler und Philosophen der Antike brachten sich durch das Feuer in visionäre Zustände und schöpften aus ihren Eingebungen und Ideen für ihre Arbeit. Doch nicht nur Feuer spielte im Bereich der Bewusstseinsveränderung eine Rolle, sondern es kamen unter anderem auch Instrumente zum Einsatz. Naturvölker nutzten beispielsweise seit tausenden Jahren bei schamanischen Ritualen rhythmische Trommelschläge, um sich mit Hilfe dieser in eine regelrechte Trance zu tanzen. Wie ich schon erwähnt hatte, folgt das Gehirn bei gleichmäßiger und andauernder Stimulation der Rhythmen der äußeren Sinnesreize, was schon damals bekannt war. Kommen wir nun wieder zur Antike, wo Therapeuten bereits Frequenzen nutzten, um Menschen wie bei einer Musiktherapie zu behandeln. Sie fanden heraus, dass die verschiedenen Frequenzen viele Bereiche des Gehirns betreffen können. So zum Beispiel die Regionen, die an Emotionen, Wahrnehmung, Empfindung und Bewegung beteiligt sind. Man verwendete Musik also, um die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern und zu erhalten. Sogar der griechische Philosoph und Wissenschaftler Claudius Ptolemäus, der ca. von 100 bis 180 nach Christus lebte, kannte sich bei der Bewusstseinsveränderung aus. So nutzte er ein Spinnrad, welches er vor die Sonne hielt und mit einer bestimmten Geschwindigkeit drehte, um Veränderungen bei den Betrachtern hervorzurufen. Diese konnten anschließend bestimmte Farben und Muster sowie ein Gefühl der Benommenheit und Euphorie wahrnehmen. All diese Aufzählungen zeigen, dass es keine Neuheit ist, dass Menschen ihr Bewusstsein akustisch als auch visuell beeinflussen. Wie immer zeigte sich, dass unsere Vorfahren in vielen Dingen schon ähnlich weit waren wie wir heute. Nur, dass wir heute mithilfe der Wissenschaft bestimmte Wirkprozesse erklären können, die früher einfach praktisch genutzt wurden. Diese Praxis gibt es auch bei der Stimulation durch äußere Reize. Seit tausenden von Jahren wird es genutzt und seit wenigen hunderten Jahren auch in der Neuzeit. Dabei gibt es viele Therapiemethoden, die auf dieser Stimulation basieren und die so ihre Wirkung entfalten können.
Es kommt sogar noch besser. Das Ganze ist mittlerweile nicht nur praktisch anwendbar, sondern auch die Theorie dahinter ist vollständig erforscht und erklärbar. Das macht das Thema Bewusstseinserweiterung auf einmal ganz sachlich und logisch. Gut für alle, die sich erst 100% mit ihrem Verstand einem Thema widmen wollen, bevor sie sich auch emotional dafür öffnen können. Falls du zu diesen Menschen gehörst, möchte ich dir jetzt die Erklärung für all diese Phänomene geben. Nun, was sagt die Forschung dazu? Bezüglich der audiovisuellen Gehirnwellenstimulation, auch Brainwave Entrainment genannt, existieren seit dem Jahr 1934 viele Forschungsberichte. Diese wurden unter anderem in verschiedenen wissenschaftlichen und medizinischen Zeitschriften veröffentlicht. Zuerst forschte man nur über die physiologischen Wirkungen des audiovisuellen Entrainments, aber später kam der klinische Nutzen mit diversen Vorteilen dazu, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Es ist sehr interessant, dass man damals schon die Möglichkeit genutzt hat, über das Feuer oder durch verschiedene Klänge und Töne in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Heutzutage gibt es jedoch einfachere sowie effektivere Möglichkeiten, das Bewusstsein gezielt zu beeinflussen. Das Ganze findet nämlich nun zielgerichtet mit speziell entwickelten Geräten statt. So werden bei der akustischen Gehirnwellenstimulation rhythmische Impulse, also sogenannte Beats, eingesetzt, die ich im späteren Teil des Videos noch genauer erläutern werde. Bei den Beats fängt man dann meistens mit Frequenzen im Beta-Bereich an und steigert bzw. senkt die Frequenz anschließend, bis man in der gewünschten Zielfrequenz angekommen ist. Man kann sich die Frequenzen dann beispielsweise über diverse Computerprogramme anhören. Es gibt dabei hauptsächlich akustische Stimulationsprogramme, die bereits vorprogrammiert sind, aber auch technisch eigenständige Systeme mit eigenen Frequenzen oder Klangprozessoren. Man hat die Möglichkeit, das Gehirn mit Hilfe von Lautsprechern oder Kopfhörern zu stimulieren, wobei Kopfhörer die effektivere Variante darstellen. Vielleicht hast du auch schon mal von den sogenannten Mind Machines gehört. Es handelt sich dabei um audiovisuelle Stimulationsgeräte, die mit gepulstem Licht oder Ton funktionieren. Mithilfe dieser Kombination ist es dann möglich, bestimmte Bewusstseinszustände zu erreichen. Mind Machines bestehen aus Kopfhörern und einer Spezialbrille mit eingebauten LEDs. Man schließt die Augen, um die Stimulation beginnen zu lassen, und nimmt dann die Impulse als bewegende Lichtmuster wahr. Einfach gesagt, geht es bei der Gehirnwellenstimulation immer darum, sich für eine kurze Zeit akustischen Rhythmen auszusetzen, die den Bewusstseinszustand verändern. Diese Technik ist mittlerweile unter vielen Namen bekannt, wie Brainwave Entrainment, Gehirnwellenstimulation, digitale Drogen und noch vieles mehr. Doch bevor ich dir mehr über die Wirkungsweise dieser Frequenzen auch auf dein Bewusstsein erzähle, möchte ich direkt damit einsteigen, was einer der Pioniere auf diesem Gebiet alles erreicht hat. Und das ist wirklich atemberaubend. Wozu Frequenzen noch in der Lage sein können, zeigt sich, wenn man sich die sogenannten Rife-Forschungen anschaut. Es handelt sich hierbei um Forschungen, die beweisen, dass Frequenzen zur Heilung von Krankheiten, unter anderem zur Heilung von Krebs, eingesetzt werden. Beginnen wir jedoch bei einem Mann, der diesbezüglich alles in die Wege geleitet hat. Die Rede ist von Dr. Raymond Rife, der im Jahr 1888 geboren wurde und zahlreiche Technologien in den Bereichen Optik, Elektronik, Radiochemie, Biochemie und so weiter erfand. Im Jahr 1920 stellte er eine neue Erfindung fertig, die alle anderen übertreffen sollte. Rife hatte eine neue Art von Mikroskop entwickelt, das sogenannte Rife-Mikroskop. Dieses besaß eine spezielle Lichtquellentechnologie, mit der man Objekte auf ein 60.000-faches vergrößern konnte. Es war ebenfalls möglich, lebende Viren, Bakterien und Mikroorganismen zu betrachten, was mit einem normalen Elektronenmikroskop nicht möglich war, da es seine Proben immer tötete. Rife war also der erste Mensch gewesen, der einen lebenden Virus in seiner natürlichen Farbe sehen konnte, aber es ging noch viel weiter. Der Wissenschaftler kam bei seinen Forschungen zu dem Entschluss, dass jeder Krankheitserreger in seinem ureigenen Frequenzmuster schwingt. Er schaffte es, die Schwingungen von verschiedenen Organismen zu bestimmen und versuchte, sie einer Resonanz auszusetzen, die nur für den jeweiligen Organismus zerstörerisch war. Das machte er auch, indem er die Eigenschwingung des Organismus erhöhte, wodurch es überreizt und zerstört wurde. Noch sensationeller war, dass das umliegende Gewebe bei dem Vorgang völlig unbeschädigt blieb. Es ist ihm also gelungen, Mikroorganismen mit Hilfe einer bestimmten Frequenz zu zerstören.
Rife setzte seine Experimente an Ratten fort und implantierte ihnen krebserregende Bakterien, wodurch sich anschließend Tumore entwickelten. Tatsächlich funktionierte seine Methode und die Rife-Maschine, die er entwickelte, war zu vielem in der Lage. Sie konnte infektiöse Organismen, Viren und Bakterien eliminieren, sowie 52 weitere Mikroorganismen wie Krebs, Tuberkulose, Streptokokken und Lepra. Rife hatte entdeckt, dass jede Krankheit durch Frequenzen besiegt werden kann, da sie auf ihrer eigenen individuellen elektromagnetischen Signatur beruhen. Noch interessanter wird es, wenn man sich die Forschungen anschaut, die Rife an Menschen durchgeführt hat. Bei seiner ersten klinischen Arbeit behandelte er 16 im Endstadium befindliche Krebspatienten. Bereits nach 3 Monaten wurden 14 der eigentlich hoffnungslosen Fällen von Ärzten und dem Pathologen Alvin G. Ford als klinisch geheilt bezeichnet. Als man die Behandlung anschließend leicht veränderte, wurden die verbleibenden 2 Patienten in den darauffolgenden Wochen ebenfalls wieder gesund. Das bedeutete also, dass Rife eine Erfolgsquote von 100% besaß und Krebspatienten neue Hoffnung durch diese wirksame Behandlungsmethode schöpfen konnten. Die Technologie sorgte deshalb für großes Aufsehen und der Lobbyist der Pharmaindustrie, Morris Fishbein, cooler Name, hatte direkt vor, Rifes Entdeckung abzukaufen. Als der Wissenschaftler jedoch das Angebot ablehnte, passierten viele merkwürdige Dinge. So wurde am Vorabend einer Pressekonferenz, die von den Ereignissen der Studien handeln sollten, Dr. Milbank Johnson vergiftet und seine Dokumente gingen verloren. Milbank Johnson hatte eine über 10-jährige Erfahrung mit der Rife-Therapie gehabt. Auch das Labor von Rife brannte auf unerklärliche Weise nieder, wodurch alle seine Unterlagen vollständig zerstört wurden. Auch Dr. Neems, sein langjähriger Arbeitskollege, der in die Forschungen eingeweiht war, kam bei dem Brand ums Leben. Den Ärzten, die nach seiner Methode behandelt hatten, wurden unter Anordnung des Lizenzverlustes diese Form der Behandlung verboten. Alles ging so weit, dass Rifes Labor von den Behörden beschlagnahmt wurde und er und seine Kollegen angeklagt wurden. Dem Wissenschaftler blieb dann nichts anderes mehr übrig, als nach Mexiko zu fliehen und erst Jahre später wieder in die USA zurückzukehren. Dr. Raymond Rife starb dann schließlich im Jahr 1971 durch eine tödliche Dosis Valium im Crosmont Krankenhaus. Auch wenn die ganze Geschichte ein böses Ende nahm, werden heutzutage weltweit immer mehr Rife-Therapiegeräte und Experimente mit den Rife-Frequenzen durchgeführt. In Deutschland wurde die Rife-Therapie von dem Heilpraktiker Leonard Hennecke systematisch überprüft und angewendet. Patienten, die an Diabetes erkrankt waren, benötigten nach der Behandlung kein Insulin mehr und andere brauchten nur noch einen Bruchteil der bisherigen Menge. Auf den ersten Blick ist es kaum vorstellbar, dass Frequenzen tatsächlich dazu in der Lage sind, Krankheiten wie Krebs und Diabetes zu heilen. Es zeigt jedoch auch, was in unserer Welt möglich ist und wie viel wir von dieser noch lernen können. Frequenzen sind überall um uns herum. Wir müssen nur lernen, diese vorteilhaft für unseren Körper und Geist zu nutzen und wir können Unglaubliches erreichen. Das beweist auch die Geschichte von Rife, der Menschen eine neue Hoffnung gab und durch die gesellschaftlichen Normen von Krankheit und Gesundheit einfach so durchbrach. Auch Robert Monroe, von dem die Hemisync-Technologie abstammt, hat viele Forschungen im Bereich der Frequenzen durchgeführt. So entwickelte er bereits in den 60er Jahren die Theorie der sogenannten Frequenzfolgereaktion. Diese besagt, dass das menschliche Gehirn einem langanhaltenden akustischen oder optischen Reiz folgt und schließlich in dieser Frequenz zu schwingen beginnt. Die Frequenzfolgereaktion bestätigt also das, worüber wir im Laufe des Videos gesprochen haben. Im Jahr 1995 führte man dann schließlich Untersuchungen durch, wie sehr sich mentale Zustände verändern, die durch die Frequenzfolgereaktion ausgelöst wurden. Die Probanden wurden mit einem bestimmten Alpha-Wellenrhythmus stimuliert und währenddessen wurden die Veränderungen am EEG sowie Herzschlag und Atmung aufgezeichnet. Als man die Ergebnisse miteinander verglich, stellte sich heraus, dass sich die Gesundheit sowie die Stimmung der Probanden stark erhöhten. Neben dieser Studie wurde eine andere von Elsevier Science durchgeführt. Es mussten 29 Probanden an verschiedenen Tagen jeweils eine 30-minütige Wachsamkeitsübung durchführen und währenddessen rosa Rauschen sowie binaurale Beats anhören. Die Ergebnisse zeigten, dass binaurale Beats die psychomotorische Leistungsfähigkeit und die Stimmung der Teilnehmer beeinflusste, und zwar positiv. Umso länger wir einem akustischen Reiz ausgesetzt sind,
umso stärker ist die Stimulation auf unser Gehirn. Nach wenigen Minuten lassen sich bereits Veränderungen am Gehirn messen und die Bewusstseinszustände verändern sich. Könnte das die Lösung sein, um die linke und rechte Gehirnhälfte wieder in Einklang zu bringen? Könnte das der Schlüssel sein, um die Bewusstseine voller Chaos in unserer Gesellschaft wieder zu normalisieren? Gehen wir dem Geheimnis auf den Grund. Nun lernst du die verschiedenen Arten von Frequenzen kennen. Du hast nun schon einiges über die Frequenzen gehört. Damit du jedoch noch ein besseres Verständnis für diese bekommst, werde ich nun etwas genauer auf die verschiedenen Beats eingehen. Fangen wir bei den monauralen und den binauralen Beats an. Es ist so, dass unser Gehirn lediglich dazu in der Lage ist, Frequenzen über 16 Hertz wahrzunehmen. Möchte man, dass das Gehirn trotzdem niedrigere Wellen produziert, dann müssen zwei oder mehrere Frequenzen zusammen abgespielt werden, die sich dann gegenseitig addieren oder subtrahieren. Hört man nun beispielsweise auf dem einen Ohr eine Welle mit 109 Hertz und auf dem anderen Ohr eine Welle mit 100 Hertz, so bildet sich im Gehirn eine Welle mit der Frequenz 9. Genau das ist die Technik der binauralen Beats, die, wie der Name verrät, aus zwei unterschiedlichen Frequenzen besteht. Binaurale Beats haben den Nachteil, dass die im Gehirn entstehende Frequenz sehr leise ist, weshalb man viel Ruhe und Konzentration benötigt, um den Ton verarbeiten zu können. Damit das funktioniert, muss man zusätzlich auf Stereo-Kopfhörer zurückgreifen. Monaurale und binaurale Beats unterscheiden sich lediglich darin, dass bei monauralen Beats bereits der fertige Ton in der passenden Frequenz gehört wird und sich bei binauralen Beats die Frequenz erst im Gehirn bildet. Genau weil sich bei binauralen Beats die gewünschte Frequenz erst im Gehirn bildet, sagt man ihnen eine stärkere Wirkung zu. Monaurale und binaurale Beats werden unter anderem bei der Hemisync-Technologie von Robert Monroe eingesetzt und durch sie ist es unter anderem möglich, psychische Zustände zu beeinflussen. Kommen wir aber erst einmal zu den sogenannten isochronen Beats. Bei isochronen Beats wird man an einem gepulsten, hörbaren Signal gearbeitet, welches dann einfach abgehakt wird. Das bedeutet, dass ein kurzer Ton zu hören ist, danach eine Pause, anschließend wieder ein Ton, dann wieder eine Pause und so weiter. Im Gegensatz zu binauralen Beats bestehen isochrone Beats nicht aus zwei unterschiedlichen Frequenzen, weshalb man diese auch über Lautsprecher anhören kann. Obwohl du schon einiges über die Wirkungen der verschiedenen Frequenzen erfahren hast, möchte ich nun noch einmal genauer darauf eingehen, was beim Anhören dieser alles möglich ist und welche Probleme du mit ihnen lösen kannst. Fangen wir bei den verschiedenen Gehirnwellen, also Alpha, Beta, Gamma, Theta und Delta Wellen an, die ich schon zu Beginn der Dokumentation erwähnt habe. Neben einer Veränderung des Bewusstseinszustandes werden ihnen zusätzlich besondere Wirkungen zugeschrieben. Beginnen wir zunächst mit den Delta-Wellen. Delta-Wellen tauchen in traumlosem Tiefschlaf auf, während das Unbewusste nach wie vor aktiv ist. Man hat herausgefunden, dass sie auch im Zusammenhang mit der körperlichen und geistigen Regeneration stehen und für ein funktionstüchtiges Immunsystem sorgen. Delta-Wellen fungieren zusätzlich als sechster Sinn und teilen uns Dinge mit, die wir uns rational nicht erklären können, aber dennoch das Gefühl haben, dass sie wahr sind. Theta-Wellen tauchen auf, wenn wir träumen, meditieren oder eine tiefe Entspannung erleben. Sie sind jedoch auch der Grund dafür, weshalb wir manchmal spontane Lösungen für ein Problem haben und können zusätzlich verschiedene Gefühle wie Freude auslösen oder für mehr Kreativität sorgen. Kommen wir als nächstes zu den Alpha-Frequenzen. Wie du schon weißt, stehen Alpha-Wellen für einen entspannten Zustand und einer nach innen gerichteten Aufmerksamkeit. Man kam aber auch darauf, dass Alpha-Frequenzen für eine erhöhte Erinnerungs- und Lernfähigkeit sorgen und man somit viel effektiver bestimmte Informationen merken kann. Beta-Wellen sorgen für Konzentration, Höchstleistungen, positive Laune, Energie und starken Fokus. Bei zu vielen Beta-Wellen können wir jedoch auch nervös und unruhig werden. Falls sie von außen im richtigen Moment stimuliert werden, verhelfen sie zum Beispiel bei der Produktivität oder bei dem Lösen einer Aufgabe. Gamma-Frequenzen, die von allen am wenigsten erforscht sind, haben ebenfalls besondere Wirkungen. So werden diese vor allem mit Spitzenleistungen, starker Fokussierung, Konzentration, mystischen Erfahrungen und mit einem hohen Konzentrationsfluss in Verbindung gebracht. Eine Stimulation mittels Gamma-Frequenzen kann ebenfalls bewirken, dass sich das Ich-Gefühl auflöst und einem das Gefühl von universellem Wissen zuteil wird. Das war eine kleine Übersicht zu den Gehirnwellen und welche Effekte sie haben, wenn sie von außen stimuliert werden. Grundsätzlich lässt sich somit das gesamte Bewusstsein in seiner Aktivität verändern, wodurch eine ganzheitliche Bewusstseinserweiterung stattfinden kann.
Die verschiedenen Gehirnwellen treten also nicht nur in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen auf, sondern haben positive Wirkungen auf den Menschen. Neben den einzelnen Gehirnwellen bringen auch die daraus erstellten Beats viele Vorteile mit sich, von denen ich dir nur ein paar vorstellen möchte. Beispielsweise führte man eine Studie durch, in der man die Wirkung von binauralen Beats auf die Gedächtnisleistung untersuchte. Die Probanden hatten die Aufgabe, sich zusammenhanglose Wörter zu merken und diese anschließend aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Man führte die Studie über einen Zeitraum von 15 Tagen durch und verwendete dabei binaurale Beats von 5 bzw. 13 Hertz und sogenanntes weißes Rauschen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Stimulationen einen großen positiven Effekt hatten und sich die Teilnehmer dadurch viel mehr Wörter einprägen konnten. An der Leiden-Universität in den Niederlanden führte man ebenfalls eine Studie mit binauralen Beats durch. Man wollte bei dieser herausfinden, welchen Einfluss die Frequenzen auf die Kreativität haben. Die Studie ergab, dass eine Stimulation mit binauralen Beats tatsächlich das kreative Denken positiv beeinflusst. Ein weiteres Experiment bei insgesamt 108 Patienten, die kurz vor einer Operation standen, zeigte, dass binaurale Beats sogar das Angstlevel und den empfundenen Schmerz senken können. Neben den verschiedenen Beats lassen sich Frequenzen allgemein noch vielseitiger einsetzen, wie auch schon die Rife-Forschungen gezeigt haben. Beispielsweise können sie dabei helfen, Schlafprobleme zu überwinden, das suggestive Lernen zu unterstützen oder Hypnosen auszulösen. Es wurde auch herausgefunden, dass sich Frequenzen bei ADHS, Demenzerscheinungen, Depressionen, Angstzuständen und chronischen Schmerzen einsetzen lassen. Vor allem in der Medizin sind die verschiedenen Wirkungen von Frequenzen lange bekannt, weshalb unter anderem elektrische Hirnschrittmacher zur Therapie von bestimmten Gehirnfunktionsstörungen genutzt werden. Auch die sogenannte Magnetfeldtherapie, die von Orthopäden und Physiotherapeuten eingesetzt wird, hilft bei Knochenbrüchen, fördert die Wundheilung, lindert Schmerzen und sorgt für Entspannung. Ein Bereich, bei dem sich Frequenzen ebenfalls gut einsetzen lassen, ist bei Stress. So wurde die Studie Gesundarbeiter durchgeführt, in der getestet wurde, ob sich Stress mithilfe von audiovisueller Stimulation minimieren lässt. Es wurden 34 Teilnehmer mit verschiedenen beruflichen Tätigkeiten ausgewählt, die 7 bis 10 Mal eine audiovisuelle Behandlung für jeweils 40 Minuten bekamen. Das Ergebnis zeigte, dass sich der Stresslevel der Probanden tatsächlich reduziert hatte. All diese Beispiele zeigen, dass unzählige alltägliche Probleme, aber auch diverse Krankheiten mithilfe einfacher Frequenzen behoben werden können und so gut wie jeder etwas gegen seinen jetzigen Zustand tun kann. Egal, wo du dich gerade in deinem Leben befindest, du hast immer die Möglichkeit, Veränderungen zu bewirken und von A nach B zu kommen. Aber glaub mir, es kommt sogar noch besser. Diese enormen Vorteile zeigen jedoch nicht alles, zu was Frequenzen in der Lage sind. Es ist nämlich möglich, in einem bestimmten Bewusstseinslevel zu kommen, der jeden anderen übertrifft und Total Awareness genannt wird. Es handelt sich dabei um einen Zustand, in dem viele Gehirnwellen zusammen auftreten und man diese Vorteile zur selben Zeit nutzen kann. Mithilfe von Delta-Wellen bekommen wir Zugang zu unserer Intuition, während Theta-Wellen für kreative Inspiration, persönliche Einsicht und spirituelle Bewusstheit sorgen. Alpha-Wellen lösen unser Bewusstsein und bringen uns in einen entspannten Zustand, in dem wir die Möglichkeit haben, Gedanken bewusst zu verarbeiten. All diese Dinge sind zur selben Zeit präsent, weshalb der Name Total Awareness oder der Begriff Awakened Mind, wie dieser Zustand ebenfalls genannt wird, sehr passend sind. Du kannst es dir so vorstellen, dass du Zugriff auf dein gesamtes Bewusstsein hast. Um das perfekte Zusammenspiel der Gehirnwellen auszulösen, um dann zu all den Vorteilen zu gelangen, muss man zunächst in einen meditativen Zustand kommen. In diesem werden nämlich sowohl Alpha- als auch Theta-Wellen produziert. Alpha-Wellen bringen uns dazu, während der Meditation nach wie vor bewusst zu sein, während Theta-Wellen Tiefe und Einsicht hervorrufen. Damit man das von Maxwell Cade benannte Awakened Mind Muster produziert, muss man zusätzlich noch niederfrequente Beta-Wellen hinzufügen. Viele Menschen sind der Meinung, dass dieser Zustand mit einer Erleuchtung gleichgestellt werden kann, aber tatsächlich hat das Awakened Mind Muster nichts damit zu tun. Es kann schon vorgekommen sein, dass du in einer bestimmten Situation in diesem Zustand gekommen bist, ohne es zu wissen. Anna Wise und Maxwell Cade haben festgestellt, dass während diesem die Informationen frei zwischen allen Bewusstseinsebenen fließen können. Das Bewusstsein wird somit klarer, schneller, flexibler und origineller.
Auch tiefe Einsichten und Aha-Erlebnisse sind möglich und Total Awareness wird auch als der Schlüssel zur Kreativität angesehen, der die verschiedenen Ebenen unserer Persönlichkeit verbindet. Man fand heraus, dass vor allem Kinder im Vorschulalter vermehrt das Total Awareness-Muster bilden und erst nach der Einschulung langsam damit beginnen, hochfrequente Beta-Wellen zu produzieren und somit dieses Mindset verlieren und nicht mehr abrufen können. Würdest du gerne diesen Bewusstseinslevel erreichen? Wenn ja, dann habe ich gleich noch eine Überraschung für dich. Lass uns aber erstmal weiter im Text machen. Es ist doch wirklich unfassbar, was mithilfe der Frequenzen alles möglich ist, oder? Wir können unsere Bewusstseinszustände gezielt verändern und diverse Krankheiten kostengünstig und ungefährlich behandeln. Wir können ein positives und kreatives Mindset bekommen, sowie in einen Zustand des völlig klaren, losgelösten Bewusstseins mit tiefen Einsichten gelangen. Neuartige Frequenzen, die erst seit einigen Jahren erforscht werden, zeigen, dass es sogar noch viel weiter geht und die Grenzen des Möglichen noch lange nicht erreicht sind. So beispielsweise die sogenannten Solfeggio-Frequenzen, denen bedeutsame Wirkungen zugeschrieben werden. Solfeggio-Frequenzen sind bestimmte Schwingungen und Frequenzen von Klängen, die eine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung auf den Körper, Geist und die Seele haben. Unser Gehirn kann diese nicht selbst produzieren, da sie über den Bereich von 40 Hertz hinausgehen, aber selbst die DNS soll sich mit Hilfe dieser positiv beeinflussen und sogar regenerieren lassen. Das Wort Solfeggio kommt aus dem Italienischen und setzt sich aus den Notensilben Sol und Fa zusammen. Der Grund für ihre starke Wirkung ist, dass Solfeggio-Frequenzen mit unseren Zellen und Organen in Resonanz treten und sich dadurch ihre positiven Eigenschaften auf den ganzen Organismus ausbreiten können. Bereits in der Antike wurden die speziellen Frequenzen zur Behandlung von körperlichen sowie physischen Beschwerden eingesetzt. Auch Mönche in gregorianischen Chorälen verwendeten sie und glaubten, dass sie auf den Körper übertragene Schwingungen gesundheitsfördernde Wirkungen haben. Leider gerieten diese besonderen Frequenzen sehr lange in Vergessenheit und die katholische Kirche hatte die Klänge für die Öffentlichkeit im Rahmen von Gottesdiensten und Messen verboten. Erst in den 70er Jahren entdeckte der amerikanische Zahnmediziner Dr. Leonard Horowitz und der amerikanische Naturheilpraktiker Dr. Joseph Puglio die 7 speziellen Solfeggio-Frequenzen wieder. Sie verfassten das Buch mit dem Namen Healing Codes for the Biological Apocalypse, in dem es um die Heilungskräfte der Solfeggio-Frequenzen geht. Die Noten der sogenannten Solfeggio-Skala werden den Silben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti zugeordnet. Man fand heraus, dass sich alle Solfeggio-Frequenzen auf die Quersummen 3, 6 und 9 reduzieren lassen und sogar Nikola Tesla wies in seinen Arbeiten auf die Bedeutung dieser Zahlen hin. So sollen sie laut ihrem grundlegenden Kennziffern das göttliche und die schöpferische Kraft darstellen. Auch der Amerikaner und Soundtherapie-Pionier David Hals hat jahrelang in der Metaphysik, Wissenschaft und Spiritualität sowie an Klängen geforscht und sagt zu den besonderen Tönen folgendes. Solfeggio-Musik soll dabei helfen, Heilung, Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden zu finden und das Hören dieser bringt Körper, Geist und Seele wieder in Gleichgewicht. Er war ebenfalls der Meinung, dass die Klangfrequenzen mit unseren Zellen und Organen in Resonanz treten und eine ausgleichende Wirkung auf unseren Körper und unsere Psyche haben. Kommen wir nun jedoch zu den verschiedenen Solfeggio-Frequenzen und welche Wirkungen ihnen noch zugeschrieben werden. Du wirst merken, dass diese deutlich über die normalerweise maximalen 40 Hertz hinausgehen. Hier kannst du dann für dich selbst entscheiden, ob du auf dem ganz klar wissenschaftlich bestätigten Weg von 0 bis 40 Hertz bleiben möchtest, oder ob du dich auch für Frequenzen öffnen kannst, die weit darüber hinaus existieren. Ich für mich selbst lasse auf keinen Fall meinen Horizont dadurch einschränken, dass diese Frequenzen noch nicht erforscht sind. Die Frequenz 369 Hertz steht für die Befreiung von Schuld und Angst und setzt zusätzlich positive Energien frei. Sie kann aber auch versteckte Blockaden und negative Gedanken lösen. Die Frequenz auf 417 Hertz ist die Frequenz der Resonanz mit dem Universum und steht für einen leichteren Umgang mit Veränderungen sowie innere Ordnung. 528 Hertz zeigten im Bereich der Molekularbiologie, dass es mit der Frequenz möglich war, eine defekte DNS zu reparieren. Sie wird aber auch dafür verwendet, die DNS in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, wodurch einem mehr Lebensenergien zur Verfügung stehen und das Bewusstsein erwacht.
639 Hertz unterstützen die Harmonisierung von zwischenmenschlichen Beziehungen und fördern die innere Balance. Mithilfe der Frequenz 714 Hertz soll es möglich sein, die Zellen von Giftstoffen, also Toxin, oder von elektromagnetischen Strahlungen zu heilen. 852 Hertz unterstützen das Erwachen der eigenen Intuition und das Zurückkehren der geistigen und spirituellen Ordnung. Die Frequenz 963 Hertz ist die Frequenz der göttlichen Harmonie, die das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl fördert und eine Verbindung zwischen allen Energien der geistigen Welt herstellt. Bezüglich der Solfeggio-Frequenzen wird noch viel weiter geforscht und es gibt noch einiges mehr, was jedoch den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Falls euch das interessiert, können wir mal zusätzlich darüber sprechen. Wirklich ein spannender Grenzbereich der Frequenzen. Auch hinsichtlich der Gamma-Frequenzen kommt man immer wieder zu neuen Ergebnissen. Wie ich schon erwähnt habe, gelten Gamma-Frequenzen als die schnellsten Frequenzen, die die kleinste Amplitude besitzen. Neurowissenschaftler glauben, dass diese Wellen dazu in der Lage sind, Informationen in allen Teilen des Gehirns zu verknüpfen. Gamma-Wellen entstehen nämlich im Zwischenhirn und bewegen sich vom hinteren Teil des Gehirns nach vorne und wieder zurück. Das ganze Gehirn wird also von den Gamma-Wellen beeinflusst, wodurch man große Wirkungen erzielen kann. Man fand beispielsweise heraus, dass Gamma-Wellen in Zuständen von körperlicher sowie geistiger Höchstleistung auftreten und mit einem hohen Grad an Fokussierung, Konzentration und mystischen Erfahrungen einhergehen. Menschen, die einen hohen Grad an Gamma-Wellenaktivität aufweisen, sollen auch außergewöhnlich intelligent, mitfühlend und glücklich sein, sowie ein gutes Gedächtnis und Selbstkontrolle besitzen. Elite-Sportler, erstklassige Musiker und andere Spitzenkräfte in allen Bereichen produzieren diese Wellen besonders häufig. Wie du wahrscheinlich bereits merkst, sind die Grenzen von Frequenzen endlos und es gibt bezüglich dieser noch viele Vorteile, die noch nicht erforscht sind. Ich bin gespannt, wie sich das Thema in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Nun sind wir schon sehr, sehr fortgeschritten in diesem Video und ich bin mir sicher, dass dein Kopf nun voll mit Informationen ist. Lass dich auf keinen Fall von den Informationen übermannen und schaue das Video im Zweifelsfall noch einmal an, um diese wichtigen Informationen auch wirklich in deinem Bewusstsein zu halten. An dieser Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung, was wir bisher gelernt haben. Also, 99% der Menschen haben völliges Chaos im Gehirn, weil die Gehirnwellen entweder zu stark oder zu schwach ausgeprägt sind. Außerdem sind die linke und die rechte Gehirnhälfte asynchron, was zu einer gespaltenen Wahrnehmung führt. Diese Probleme führen dann zu Symptomen wie Schlafstörungen, Ängsten, Stress, schlechter Laune und vieles mehr. Die Gehirnwellen an sich lassen sich jedoch verändern, indem sie mit Hilfe von akustischen Frequenzen stimuliert werden. Diese Frequenzen nennt man unter anderem binaurale Beats und die Technik nennt sich Gehirnwellenstimulation. Danach hast du kennengelernt, dass Gehirnwellenstimulation den Alltag verbessern kann, die Gesundheit stärkt und sogar Krebspatienten das Leben gerettet hat. An dieser Stelle bist du wahrscheinlich mehr als nur gespannt darauf, diese Gehirnwellenstimulation einmal für dich selbst auszuprobieren. Doch ich muss dir vorher noch ein weiteres Geheimnis erzählen, also lass uns hier weitermachen. Denn auch ich habe damals vor einigen Jahren meine ersten binauralen Beats angehört. Dabei ging es darum, außerkörperliche Erfahrungen zu machen und ich hatte mich gewundert, wieso es einfach nicht geklappt hatte. Irgendwie kam ich zufällig auf dieses Video und hörte mir diese Frequenzen dann über YouTube in schlechter Qualität an. Fast hätte ich mich nie wieder diesem Thema gewidmet, wenn ich es nicht noch einmal gesehen hätte. Damals gab es dazu in Deutschland so gut wie noch gar nichts und bis heute hat sich da noch nicht viel getan. In Amerika sind diese Frequenzen ein riesiger Markt mit Hunderten von Anbietern. Dort ist es auch schon lange anerkannt und wird therapeutisch genutzt. Kein Wunder also bei dieser irrsinnigen Wirkungsweise der Frequenzen. Nun habe ich es in den letzten Jahren intensiv getestet, erforscht und sogar weiterentwickelt. Daher weiß ich genau, welche Fehler man beim Anfang macht und wie man diese vermeiden kann. Ich habe die Frequenzen effektiver gemacht, neue Techniken kennengelernt, kombiniert und an mir und anderen Menschen getestet. Ich habe sogar in einem Labor in Österreich Partner gefunden, die mich dabei unterstützen und habe einen Neurologen kennengelernt, der dieses Konzept mit mir weiterentwickelt hat. Die Idee war es, nicht nur einzelne Frequenzen anzuhören, sondern interaktive Sessions zu erstellen. Das bedeutet, dass nicht nur eine Frequenz bei beispielsweise 10 Hertz abgespielt wird und dann alles endet, sondern dass eine Frequenz zum Beispiel bei 17 Hertz startet,
dich dann auf 10 Hertz hinabführt, dann dissoziative Klänge und 3D-Effekte auftreten, weißes Rauschen dazukommt, die Frequenz dann langsam ansteigt und wieder bei 15 Hertz endet. So könnte zum Beispiel eine Session aussehen, die erstellt wurde. Das sind dann einzigartige Erfahrungen und nicht mehr einfach nur irgendwelche Frequenzen, die man sich anhört. Da dieses Konzept so weiterentwickelt wurde, habe ich mir einen neuen Namen dafür ausgedacht. Neobeats. Neobeats sind einfach konsumierbare interaktive Hörprogramme, die deine mentalen Fähigkeiten stärken und dein Leben positiv beeinflussen. Die Vision von Neobeats ist es, jedem Menschen sein volles Potenzial zu schenken, sodass wir alle frei leben können. Das Konzept dahinter geht noch ein Stück weiter. Die Neobeats Sessions sind so angepasst, dass nicht nur einzelne Symptome aufgelöst werden, sondern dass das gesamte Bewusstsein in Einklang gebracht wird. Ich hatte dir vorhin schon von der Total Awareness erzählt, also einem Zustand, in dem man alle Teile seines Bewusstseins erreichen kann. Genau das ist das Ziel von Neobeats für jeden von euch, der sich dafür interessiert. Um die Gründung von Neobeats zu besiegeln, möchte ich dich herzlich dazu einladen, auf der Webseite www.neobeats.de vorbeizuschauen. Dort kannst du über 100 Neobeats kostenlos testen. Außerdem findest du weitere Informationen, Studien, Einträge, Erfahrungsberichte von Klienten und vieles, vieles mehr. Wir brauchen keine Pharmaindustrie, die das Leben nur weiter einschränkt und durch Profit Menschenleben aufs Spiel setzt. Allein in den letzten 15 Jahren sind Amerika über 200.000 Menschen an den Folgen von Medikamenten verstorben. 200.000 Menschenleben, die falsch behandelt wurden, da Geschäfte gemacht wurden. Neobeats stellt sich klar dagegen und bietet eine Alternative, die sicher, nebenwirkungsfrei und schnell wirkt. Werde jetzt ein Teil der Neobeats Community. Wir sind nicht nur eine Gemeinschaft, sondern eine Bewegung für geistige Freiheit und grenzenloses Potenzial. Auch du kannst ein Teil von etwas Größerem sein. Auf der Webseite findest du die Neobeats Mitgliedschaft. Das ist eine Mitgliedschaft, in der du alle Neobeats Sessions kostenlos testen kannst. Wenn du möchtest, kannst du dich dafür registrieren und dann 7 Tage lang alles testen. Falls du wirklich Veränderungen in deinem Leben spürst, dann kannst du gerne auch in die kostenpflichtige Mitgliedschaft wechseln. Das würde mir helfen, das Projekt am Leben zu erhalten und einen noch größeren Impact auszulösen. In der Neobeats Mitgliedschaft gibt es Neobeats Sessions für alle möglichen Themen, von luziden Träumen, Tiefschlaf, außerkörperlichen Erfahrungen, Hypnosen, Trance, Entspannung, Meditation, Konzentration, Superlearning, Fokus, Energie, guter Laune, körperliche Regeneration, Gesundheit, Visualisieren, Autosuggestion und noch vieles, vieles, vieles mehr. Regelmäßig werden dort neue Inhalte veröffentlicht und exklusives Material hochgeladen, das ich hier auf YouTube gar nicht veröffentlichen darf. Durch die Mitgliedschaft kann ich mir finanzieren, dass das Projekt größer wird und ich ein Team einstellen kann, um so noch mehr Mehrwert für alle Mitglieder anzubieten. Denn bisher mache ich dort fast noch alles alleine und das kostet extrem viel Zeit. Diese Zeit kann ich dann auch leider nicht mehr in diesen Kanal stecken. Doch anstatt mit dem Finger auf YouTube zu zeigen und mich zu beklagen, möchte ich lieber alles selbst in die Hand nehmen und eine Alternative bilden. Mit deiner Mitgliedschaft hätte ich wieder mehr Freiraum, um auch hier wieder mehr Videos zu produzieren. Also, es würde mich super freuen, wenn du bei dieser Bewegung teilnimmst und mit mir zusammen eine neue Alternative bildest. Ich freue mich, dich dann persönlich dort kennenzulernen, denn sobald du Mitglied bist, kannst auch du dich dort an der privaten Community beteiligen. Das wird super. Besuche jetzt die Webseite www.neobeats.de, um deine kostenlosen Neobeats Sessions zu testen, oder klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ich bin echt gespannt und freue mich, wenn du dort vorbeischaust. Alles Gute weiterhin. Marvin.